So, wir sind jetzt in der Abteilung Luft- und Raumfahrt mit Heiko Triesch, dem Herrn der Lüfte sozusagen. Und hinter uns ist ein Riesenschrotthaufen. Ja, einer von vielen. Wir nennen das Wareneingang, also alle unsere Flugzeuge, die man dann hier bewundern kann, die etwas besser aussehen, sahen alle mal so aus oder fast alle. Welche Teile sind das jetzt hier noch? Flügel? Ja, also es sind die Tragflächen, also die Flügel und dann hinten das letzte Stückchen, denn das Flugzeug ist im Krieg notgelandet und dann hat die Besatzung vorschriftsmäßig zwei Handgranaten reingelegt und da ist der Rumpf eben komplett zerstört worden. Und die Reste haben wir dann zusammengekratzt und hier fürs Museum besorgt. Ja. Ist aber was Besonderes, denn dieses Flugzeug ist mal in Berlin-Schönefeld gebaut worden. Da sieht man erstmal, was für ein enormer Arbeitsaufwand dahinter steckt, aus diesen Teilen wieder ein vorzeigbares Flugzeug zu machen. Ja, also wir haben auch Restaurierungszeiten. Unser längstes Projekt, das haben wir jetzt gerade definiert, wird 20 Jahre laufen. So, das ist jetzt ein abgeschlossenes Restaurierungsprojekt hinter uns. Ja, das ist sogar ein Nachbau, einer der ganz wenigen Nachbauten, die wir haben. Und da dieses Flugzeug nachgebaut ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich da sogar reinzusetzen. So. Was für ein Flugzeug ist das eigentlich? Das hat den wohlklingenden Namen A16. Also ganz trivial. Hersteller ist Focke Wulf. Das ist eine Firma, die hat mal in Norddeutschland existiert. Und die haben die Flugzeuge einfach durchnummeriert. Wir vermuten, dass das A für Apparat stand. Kleines Verkehrsflugzeug. Das heißt, wie viele Leute passten da rein? Drei Leute. Also das war wirklich, das waren eben die Anfänge. Zivilfliegerei fing an mit einem Passagier und das war schon dann die nächste Größe. Da konnten dann schon drei drinnen sitzen und so hat sich's halt entwickelt. Heute kann man ja 300 oder 500 Leute in einem Flugzeug unterbringen. Da ist so einiges passiert in den letzten, ja, über 100 Jahren. Ja, das Flugzeug ist ein bisschen aufgebaut wie eine Kutsche. Oben auf dem Kutschbock, da sitzt der Pilot und unten sitzen dann die Passagiere, eben die drei. Die konnten auch nicht miteinander reden während des Fluges. Also wenn da jemandem schlecht wurde, dann war das ganz schwierig. Und die ist auch nicht geschlossen oben, ja, das Cockpit? Nein, das wollten die Piloten ja nicht. Die mussten ja das Wetter fühlen. Das war aber auch sehr, sehr anstrengend. Also wenn man da 3-4 Stunden geflogen ist, da war man körperlich auch wirklich erschöpft. Man hatte Öl im Gesicht, weil der Motor irgendwie leckte. Das war ganz normal zu der Zeit. Und das war ein ganz anderes Fliegen als heute. Ja, die Hans Kirschstein ist offensichtlich das größte bzw. das breiteste Exponat, das Sie hier in der Halle haben. Ja, also das ist wirklich das größte Flugzeug. Die konnten wir auch nicht durch unsere normale Eingangstür hier reinbringen, sondern als das Gebäude noch im Bau war, musste das Flugzeug schon hier rein, bevor die Fensterfront geschlossen worden ist. Das war offensichtlich auch ein Passagierflugzeug. Aus welcher Zeit etwa? 30er Jahre, also da gab es dann auch schon, also ich sag mal, das war schon eine recht professionelle Fliegerei. Ganzmetallflugzeuge, man konnte schon fast das ganze Jahr fliegen und man konnte mittlerweile am Anfang nur ein mit solchen Flugzeugen, da konnte man dann schon 17 Passagiere mitnehmen. Das war schon fast ein großes Flugzeug oder ein Großverkehrsflugzeug. Mhm. Unmittelbar daneben oder darüber muss man ja eigentlich viel mehr sagen, noch ein Flugzeug aus dem Ersten Weltkrieg? Ja, ursprünglich im Ersten Weltkrieg gebaut, ist eines der ganz wenigen Flugzeuge, die diese Zeit überlebt haben, also die auch heute noch existieren. Und damit fing die Passagierfliegerei mal an. Da konnte man einen Passagier mitnehmen, vorne saß der Pilot, es war ein umgebautes Militärflugzeug. Der Bordschütze, den brauchte man eben nach dem Krieg nicht mehr, da konnte dann der Passagier sitzen. Und das ist eben auch ein ganz besonderes Flugzeug für uns, das älteste erhaltene deutsche Verkehrsflugzeug. So gemütlich ist es in einer Trabi-Garage.
Ja. Ja, diese Trabi-Garage war mal ein Stück vom Flugzeug und wir haben dann wieder ein Stück Flugzeugkabine draus gemacht. Also Sitze gab es natürlich nicht mehr, die mussten wir ergänzen. Das war hier mal ein Kriegsflugzeug, der Krieg war zu Ende, das Flugzeug stand rum und jemand ging hin, Säge, und hat sich ein Stück rausgeschnitten, weil er eine Garage brauchte, hat das mit nach Hause genommen und dann irgendwann in den 90er Jahren ist dieses Haus verlassen aufgefunden worden und daneben standen eben irgendwie ein paar Blechstücke von dem Flugzeug. Und wir haben das dann, das hat dann jemand gefunden, nicht wir, und die haben es dann zu uns gebracht. Und wir haben dann überlegt, was macht man damit? Und dann haben wir uns überlegt, na, es wäre doch schön, wenn man dann wieder ein paar Sitze einbaut und mal zeigt, wie Fliegen in den 30er Jahren ausgesehen hat. Und nun machen Sie das ja nicht nur mit Ehrenamtlichen, sondern Sie haben auch hier im Haus eine Werkstatt, wo Tischler und andere Facharbeiter tätig sind? Ja, genau. Also wir haben eine Holzwerkstatt. Unsere Holzflugzeuge, die restaurieren wir hier im Haus. Auch zum Beispiel diese Sitze sind hier im Haus gemacht worden. Und viele der Flugzeuge, der kleineren Flugzeuge, die wir hier zeigen, sind auch bei uns im Haus restauriert worden. Und Sie haben auch eine Kooperation mit Airbus, die das zum Teil mitfinanziert? Ja, das ist dann nochmal eine andere Form der Zusammenarbeit. Also da gibt es ganz viele Wege. Und zwar ist es so, wir haben mal vor gut 15 Jahren ein Flugzeug aus der Nordsee gefischt und das war aber so schlecht im Zustand, dass wir gesagt haben, also wir als Museum können da gar nichts machen. Und da gab es eine ganze Menge älterer Herren, die gesagt haben, so ein schönes Flugzeug, das kann man doch nicht irgendwie untergehen lassen. Und die hatten auch teilweise, waren die bei Airbus beschäftigt und sind dann zu ihrem Chef gelaufen und haben gesagt, wir müssen da was machen. Und der Chef hatte eben auch was für historische Flugzeuge über und der hat gesagt, das ist eine gute Idee, wir unterstützen das. Und seitdem sind also, ich glaube, so rund 60 Rentner dabei, bei Airbus in Bremen ein Flugzeug aufzubauen, von dem wir nie damit gerechnet hätten, dass das jemals funktioniert. Und das ist eben auch dieses Flugzeug gewesen, der gleiche Typ. Ja, das unumstrittene Wahrzeichen des Technikmuseums. Ja, das war eine Riesenaktion, den hier draußen aufzuhängen. Wir mussten den unten zusammenbauen und dann ist der mehrfach irgendwie mit Kränen umgesetzt worden und dann letzten Endes ist der hier vors Gebäude gehängt worden, als die ganze Inneneinrichtung auch noch gar nicht fertig war. Das war doch durchaus eine Herausforderung. Und es ist wahrscheinlich auch nach wie vor das beliebteste Fotomotiv hier für die Besucher. Ja, das hat sich, damit haben wir eigentlich gar nicht gerechnet, aber das hat sich wirklich zum Wahrzeichen des Museums auch entwickelt, das Flugzeug.